Ich will hier für die deutsche Regierung sagen, Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson. Und Israel hat wie jedes andere Land der Welt das Recht, seine Bevölkerung gegen Angriffe zu verteidigen. Und zugleich, und auch das möchte ich sehr deutlich sagen, hat es wie jedes Land der Welt die Pflicht, dabei die Zivilbevölkerung nach Kräften zu schützen und die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Aber nichts und auch nicht diese furchtbaren zivilen Opfer können den unterschiedslosen Raketenterror gegen Israels Bevölkerung rechtfertigen, den wir seit gestern erleben. Diese Angriffe müssen sofort aufhören.